Hi, ich bin Stefan und heute schauen wir uns einmal die Adidas-Aktie an. Und zwar gucken wir uns an, wie weit kann es noch gehen. Du siehst es hier, die Adidas-Aktie ist sehr, sehr schön gelaufen. 147% im Plus. Ich habe mich ja darauf spezialisiert, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Und dann nehmen wir halt von der Aufwärtsbewegung danach so viel wie möglich irgendwie mit. Und die Sache ist halt, bei Adidas hatten wir einen ziemlich eindeutigen Einstieg meiner Meinung nach. Du siehst es hier, der Tiefpunkt, der war so um den 27.10. rum. Und was das so eindeutig gemacht hat, ist die Situation gewesen, die wir im DAX zum damaligen Zeitpunkt hatten. Ja, also du siehst auch hier, man kann natürlich mein System auch auf Indizeebene anwenden und dann kriegen wir immer so Vorschläge, wann man denn in diese Indizes einsteigen könnte. Hier unten in diese grünen Pfeile sind das. Und was es halt so relativ offensichtlich gemacht hat, war halt hier dieser Tiefpunkt hier so um diesen, naja, was ist das hier so, Oktober rum ungefähr. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt könnte es gerade sein, dass es spannend wird. Und bei Adidas war es dann halt so, dass die Aktie dann halt zu dem Moment halt auch wieder gerade ihre Einstiegssignale hatte. Das heißt, Deutschland war zum damaligen Zeitpunkt durchaus ein guter Bereich, um einzusteigen. Jetzt gerade sieht die Situation allerdings ganz anders aus. Deutschland ist eher relativ teuer. Und wir sehen das jetzt auch hier, also du siehst hier gerade den Chart des DAXes, nicht, dass du jetzt denkst, wir sind gerade bei Adidas. Da siehst du halt hier, dass wir jetzt hier gerade ein Warnsignal bekommen haben bei mir aus dem System. Ja? Das heißt, der DAX könnte eventuell gerade kippen. Ist das sehr, sehr zuverlässig? Nein, nicht wirklich. Ja? Du siehst es hier so zwischendurch, haben wir dann mal hier zum Beispiel so ein Warnsignal gehabt, dann ging es auch ordentlich runter. Also ich sag mal, für so einen Index ist so hier so eine Erholung um 13% natürlich schon relativ extrem. Und auch wenn ich jetzt hier mal so die anderen Bewegungen einblende, aber dann siehst du halt, es gab halt auch hier immer mal wieder den Moment, wo mein System gesagt hat, ja, das könnte der Hochpunkt sein. Und erst hier hinten, so bei diesen hier, also hier bei den letzten vieren, war es eigentlich so, dass das wirklich der Hochpunkt war. Und dann kam auch wirklich eine recht starke Korrektur. So, und jetzt haben wir einfach die Situation, das letzte Mal hatten wir hier oben ein Warnsignal, dann kam auch die Korrektur, ne? Bei dem hier kam auch eine, aber die war ein bisschen kleiner. So, das heißt, wir sind jetzt aber wieder in dem Punkt und du siehst schon, wenn mein Warnsignal kommt, kommt meistens danach eine Korrektur. So, ähnliche Situation haben wir halt auch gerade jetzt hier bei der Adidas-Aktie. Kannst hier sehr schön sehen, hier unten auch wieder die Warnsignale. Und deswegen, lass uns einfach mal drüber sprechen, wie günstig oder teuer ist denn die Adidas-Aktie zum aktuellen Zeitpunkt? Vielleicht noch eine Sache, wenn du wissen willst, welche Aktien jetzt gerade dieses Signal haben, trag dich mal bei uns ein, kostenlos, fokusinvestor.de. Ich schicke jeden Tag eine Liste raus mit den Aktien, die genau dieses Signal gerade haben. Dann bekommst auch du die. Ich würde vorschlagen, wir starten einmal mit Adidas als Unternehmen. Also wie hat sich das Unternehmen jetzt in letzter Zeit geschlagen? Dazu habe ich dir jetzt hier einmal so die meiner Meinung nach wichtigsten Kennzahlen einfach mal mitgebracht. Also was können wir sehen? Wir haben hier oben die Marktkapitalisierung in Rot. Das hier war Jahresschlusskurs von 23. Da waren wir bei 32 Milliarden. Jetzt sind wir bei 42 Milliarden. Das heißt, wir sind wieder hier oben angekommen. Ja? Was können wir hier sehen? Wir können sehen, dass die Beliebtheit der Aktie im Vergleich zum zugrunde liegenden Unternehmen, hier zum Beispiel dargestellt durch den Umsatz oder durch die Größe des Unternehmens bzw. das Eigenkapital, normalerweise oder lange Zeit war es so, nämlich eigentlich von der Zeit seit 2003, ne, dass die Marktkapitalisierung sich so an der Größe und Umsatz des Unternehmens so orientiert hat. Und dann begann 2015 eine, wenn man so will, wie so eine neue Zeitrechnung. Da war es dann einfach so, dass die Umsätze noch zwar noch weiter gestiegen sind, aber die Marktkapitalisierung hat sich viel positiver entwickelt. Ja? Und dann kam jetzt hier dieser Rücksetzer wieder auf dieses Niveau, wo wir damals schon waren, ja, also was halt der normale Preis war, wo wir uns so bewegt haben. Und von dem sind wir wieder abgeprallt. Ne? Du siehst, noch ein weiterer Indikator dafür, dass es damals günstig war zum damaligen Zeitpunkt. Also man musste wirklich kein Raketentechniker sein, um festzustellen, hey, Adidas ist zu dem Zeitpunkt jetzt gerade wirklich wieder fair bewertet im Vergleich zu der Überbewertung, die wir damals hatten. So, jetzt muss man dazu sagen, im Vergleich zu damals, also jetzt hier 2019 vor allem, ist es halt so, dass dieses Wachstum so ein bisschen nachgelassen hat. Ne? Kannst du hier sehr schön sehen, dass die Umsätze jetzt hier so bis 23 eigentlich nicht so gut liefen. Aber wenn du mal schaust, was jetzt in den nächsten Jahren passieren soll, ja, dann siehst du, dass wieder ein Wachstum entstehen soll. Ja? Und dann könnte es ja durchaus sein, dass wir wieder eine ähnliche Übertreibung bekommen, wie das jetzt damals war, also in 2019.
Das müssen wir uns gleich auf jeden Fall noch einmal kurz angucken. Vorher schauen wir aber noch einmal kurz auf die Gewinne, weil das ist ja durchaus auch ein wichtiger Teil. Ich nehme die Marktkapitalisierung mal raus. Und da kannst du halt sehen, dass wir ein sehr schönes Gewinnwachstum hatten von 2014 an bis 2019. Und dann ist es jetzt aber so gewesen mit Corona und den Nachwehen von Corona, dass die Gewinne quasi weggebrochen sind. Ne? Wir sind jetzt noch hier bei 225 Millionen gewesen im Vergleich zu 2,72 Milliarden noch in 2019. Und da stellt sich jetzt für mich noch eine weitere Frage. Und zwar ist diese Frage halt, hey, wie sieht's mit der Profitabilität aus? Soll die, also wenn die Umsätze wieder ansteigen, ja, könnte ja durchaus sein, dass dann auch unsere Profitabilität vielleicht die Kurse wieder von 2019 erreicht. Was du aber ganz klar sehen kannst, ist, wir sind gerade irgendwie in so einer Turnaround-Story, wenn man so will. Ja, also das Unternehmen dreht gerade eventuell. Und diese recht hohen Bewertungen, die wir jetzt gerade schon bei der Adidas-Aktie haben, sind jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig in den Geschäftszahlen zu sehen. Jetzt muss man sagen, das sind die Schlusskurse von 23. Deswegen, es wäre ja noch wichtig zu gucken, was passiert jetzt gerade, also Q1, Q2 von 2024. So, viel zu tun, was wir jetzt machen müssen, also starten wir einmal durch. Wir starten einmal mit dem ersten. Wir gucken mal, hey, im Vergleich zum Umsatz, wie teuer oder günstig ist die Aktie denn jetzt gerade wirklich? So, und das Kurs-Umsatz-Verhältnis habe ich dir jetzt hier einmal mitgebracht, weil das ist, glaube ich, eine ganz gute Abschätzung so fürs Best-Case- und Worst-Case-Szenario. Also, wir haben hier oben ein Kurs-Umsatz-Verhältnis um 3 gehabt und hier unten waren wir beim Kurs-Umsatz-Verhältnis um 0,86. Wenn man jetzt mal das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von, ja, ungefähr 2 zugrunde legt, heißt das, wir hätten vom aktuellen Level ein Potenzial von ungefähr 50% nach oben. Und nach unten haben wir auch ungefähr 50%, was uns passieren könnte. Wenn wir uns diese beiden Levels im Kursplan anschauen, also vom aktuellen Level 50% nach oben und 50% nach unten, sind das quasi unsere Grenzwerte. Wir können hier sehen, übrigens vielleicht noch ein weiterer Indikation, warum das damals günstig war. Ne? Ihr seht es hier, wir sind knapp unter die 100 Euro gefallen. Ist ja so eine psychologische Marke. Und ja, noch ein weiteres Indiz dafür, dass das damals günstig war. Also du siehst schon, wenn man da systematisch rangeht, dann kann man diese Tiefpunkte wirklich ziemlich gut bestimmen. Jetzt als nächstes, lass uns doch mal anschauen, wo müsste die Aktie sich denn normalerweise bewegen? Das heißt, wir haben jetzt halt ja schon festgestellt, das ist so das Best-Case-Szenario, das ist das Worst-Case-Szenario. Übrigens als kleiner Tipp, ich würde jetzt das Best-Case-Szenario hier unter diesen Tiefpunkt setzen, ja, weil so ein Tiefpunkt natürlich auch immer ein Widerstandsbereich ist, wo wir gerne drehen. Dazu haben wir hier noch so eine psychologische Marke von 300, ja. Also das wäre für mich so, ich sag mal so der späteste Zeitpunkt, wo ich auf jeden Fall aus der Aktie rausgehen würde an deiner Stelle. Auf dem Weg zu meinen Berechnungen vom fairen Wert, lass uns einmal kurz hier vorbeischauen. Das ist unser Plan für den Kanal, ja, du siehst hier, die Adidas-Aktie, die wechselt sich mit Vonovia alle 4 Wochen ab. Das heißt, Adidas beobachten wir alle 8 Wochen. Ja, und deswegen lass auf jeden Fall gerne mal ein Abo da, dann bist du auf jeden Fall dort immer wieder gut betreut. Ich denke mal, so in 8 Wochen könnten wir durchaus wieder in dem Bereich sein, wo wir dann halt wirklich eine Entscheidung treffen müssen zum Kaufen und Verkaufen, weil wir dann halt an diesen Maximalwerten sein könnten. Ja. Aber wo wir uns jetzt eigentlich bewegen müssten, das gucken wir uns jetzt natürlich an. Und das siehst du jetzt einmal hier. Ja, relativ rot. Also das sind die fairen Werte. Was habe ich gemacht? Ich habe geschaut, wie teuer war die Aktie in den letzten 7 Jahren im Vergleich zum zugrunde liegenden Basiswert. Und wenn man das macht, stellt man einfach fest, dass Adidas gerade, ich sag mal, relativ fair bewertet zu sein scheint. Ja? Also wenn wir Umsatz, Bilanzsumme und Eigenkapital nehmen, dann haben wir vielleicht so ein Potenzial irgendwas so zwischen minus 5 und plus 30%, also sagen wir mal so plus 10%. Beim EBIT ist es halt so, dass die Gewinne so stark komprimiert sind, ja, oder so stark abgerutscht sind, das hast du vorhin schon gesehen. Und deswegen ist es halt so, dass die Aktie gerade viel zu teuer ist im Vergleich zum Gewinn. Jetzt ist die Frage, was ist die richtige Kennzahl zur Bewertung der Adidas-Aktie? Wenn man sich anschaut, wo wir jetzt gerade so kursmäßig sind und wo der Gewinn 2023 war, muss man sich halt fragen, hey, inwieweit ist der Gewinn dann wohl die ausschlaggebende Kennzahl? Wahrscheinlich ist es eher der Umsatz, der wichtig ist, ja? Und dementsprechend würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich gerade ungefähr am fairen Wert vom aktuellen Level. Und der reguläre Bereich, in dem die Aktie sich normalerweise bewegt, hat eine Schwankung von ungefähr 29%. So, und damit ist jetzt unser Bild doch relativ komplett. Ja? Also wir haben jetzt hier den
fairen Wert aktuell ungefähr auf dem aktuellen Kurslevel. Dann haben wir hier unten die untere Kante des fairen Wertes und hier oben haben wir die obere Kante des fairen Wertes. Und auch hier sehen wir wieder ein sehr typisches Bild. Ne? Wir sehen nämlich hier, die 300 ist zufällig genau auf diesem Level. Zufällig, ja, es ist halt diese Berechnungen, die passen halt alle zusammen. Und weißt du, investieren ist so ein bisschen so wie so ein Puzzle, ja. Du suchst dir die unterschiedlichen Indikatoren zusammen und dann jeder einzelne ist ganz leicht zu verstehen eigentlich. Das ist das Schöne am Aktienmarkt, ja. Und dann machst du aus diesen ganzen einzelnen kleinen Puzzleteilchen, bastelst du dir dann dein Gesamtbild und daraus triffst du dann halt im Endeffekt eine Investmententscheidung. Gut, also, was können wir bisher festhalten? Wir können sagen, ja, Adidas hat sich sehr schön entwickelt. Unternehmerisch gab es richtig große Probleme. Auch das haben wir feststellen können. Und jetzt gerade sind wir irgendwie so im mittleren Bereich auf jeden Fall. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Sowohl was Best-Case- und Worst-Case-Szenario angeht, als halt auch was den fairen Wert angeht. Jetzt lass uns mal schauen, wie soll sich denn die geschäftliche Entwicklung in der nächsten Zeit entwickeln? Beim Umsatz haben wir es ja schon gesehen, aber wie sieht es mit den anderen Kennzahlen aus? Vielleicht einmal kurz so als kleiner Reminder, die aktuellen Zahlen waren Gewinn von 225 Millionen, ein Eigenkapital von 4,5 Milliarden und ein Umsatz von 21 Milliarden. Und hier sind jetzt die Schätzungen. Also schauen wir mal, Umsatz soll leicht gesteigert werden, hatten wir gerade schon gesehen. So, das EBIT war bei 225 Millionen und soll jetzt wieder auf 1 Milliarde ansteigen. Damit sind wir noch deutlich niedriger als vorher, aber du kannst sehen, in den nächsten Jahren soll das weiter gesteigert werden. Und die aktuelle Prognose ist, dass wir für 2027, das wäre jetzt quasi so in 4 Jahren, wieder auf einem Gewinn sind, der sogar höher liegt als der damalige Gewinn in 2019. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und beim Eigenkapital, das soll auch weiter gesteigert werden, sodass wir dann in diesen 4 Jahren auch quasi eine Verdopplung haben sollten. Du siehst also, der unternehmerische Turnaround wird aktuell von den Analysten auf jeden Fall prognostiziert. Damit ist die Adidas-Aktie jetzt durchaus ein spannender Kandidat gerade. Ja? Und das ist jetzt halt so ein bisschen das Problem. Wir sind jetzt gerade an der Stelle, wo wir unterschiedliche Aspekte gegeneinander abwägen müssen. Ich meine, im Endeffekt müssen wir das immer machen am Aktienmarkt. Aber jetzt hier an der Stelle, finde ich, ist das durchaus nochmal was Besonderes. Jetzt gibt es noch eine Sache, die mich wirklich, wirklich interessiert. Ja? Und das ist jetzt halt, hey, wenn wir jetzt hier gerade auf unserem aktuellen Level sind, ja, wie weit könnte es denn gehen? Wenn wir diese Linie, also hier diesen Trend jetzt einfach mal weiter fortsetzen, ja, und dann mal so vielleicht bis Ende des Jahres gehen, so, dann wäre es, wenn wir jetzt den aktuellen Trend einfach fortsetzen, ungefähr so, dass wir so 25% eigentlich machen könnten. Interessanterweise wären wir dann auch am oberen Ende des fairen Wertes, sodass es doch irgendwie sinnvoll erscheinen könnte, gegen Ende des Jahres dann seine Adidas-Aktien zu verkaufen und bis dahin vielleicht einfach mit nachziehenden Stops zu arbeiten. Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Strategie. Die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist, zum einen, hey, was hat die Aktie denn historisch gemacht? Ist das realistisch, diese Bewegung von 24% bis Ende des Jahres? Und zum anderen würde ich gerne wissen, hey, wie wahrscheinlich ist das denn, dass das nicht klappt? Ja, also wie wahrscheinlich ist es, dass wir jetzt vorher schon umdrehen? Und diese beiden Fragen möchte ich jetzt mit dir noch beantworten. Dazu habe ich dir jetzt einfach mal die Saisonalität mitgebracht, der Adidas-Aktie. So, du siehst hier, wir haben normalerweise eine sehr schöne Entwicklung, die so ungefähr von März bis Juni geht. Und danach passiert, ehrlich gesagt, bis Ende des Jahres im Schnitt nicht so viel. So, jetzt lass uns mal anschauen, was denn da so normalerweise passiert ist in diesem Intervall von da bis da. Also es ist halt so, die durchschnittliche Rendite von jetzt bis Ende des Jahres liegt normalerweise bei 2,5%, was ja relativ wenig ist. Und in 65% der Fällen haben wir eine positive Rendite gehabt von Juni, ja, also von jetzt, bis Ende des Jahres. Okay, so weit, so gut. Jetzt ist ja die Frage, was ist jetzt eine realistische Range, in der die Aktie sich bewegen könnte? Und wenn wir uns das mal anschauen, ist es so, dass wir so an der oberen Grenze ungefähr die 20% Rendite haben, die wir auch relativ oft erreicht haben. Ja, also wenn wir jetzt mal so diesen Bereich so von 15 bis 25% und mehr nehmen, dann ist es halt so, dass wir zum Beispiel in 2023, in 2020, in 2019, in 2016, 2015, 2012, 2010, 2009,
ja, 2005, 2004, 2003, 2001 und 97 eigentlich so eine Rendite um plus 20% hatten. Dementsprechend spricht vieles schon mal dafür, dass das klappen könnte. So, Worst-Case-Szenario sind so Abwärtsbewegungen in einer ähnlichen Größenordnung, so zwischen 20 und 30% nach unten. Ja? Das heißt, das ist so im Endeffekt das, was passieren kann. Wir sehen aber, die Aufwärtsbewegungen haben eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit als die Abwärtsbewegungen bei der Adidas-Aktie. Adidas ist übrigens eine Aktie, die du perfekt handeln kannst bei Freedom in dem Depot. Also bei Freedom bin ich jetzt ja schon eine ganze Weile, so seit anderthalb Jahren ungefähr. Und die Kostenstruktur und vor allem das Handeln von Aktien ist dort einfach richtig super auf der Plattform. Und du kannst das hier sehen. Also angenommen, du kaufst jetzt für 23.000 Euro Aktien von Adidas, ja. Dann hast du gerade mal Kosten von 4 Euro, ja. Und damit hast du halt wirklich eine sehr, sehr geringe Kosten. Damit bist du viel günstiger als bei allen deutschen Banken. Und auch wenn du jetzt das vergleichst, jetzt zum Beispiel mit Trade Republic oder so, bist du wesentlich günstiger, weil Trade Republic, die haben ja so ein bisschen diese versteckten Kosten, ne, weil die ja immer so einen Abstand zwischen Kaufs- und Verkaufskurs haben und da schlagen die durchaus nochmal so ein bisschen was drauf. Deswegen, ja, passt da ein bisschen auf. Also gerade wenn du das Gefühl hast, hey, ich handle für 0 Euro, ja, so bei Zero oder sowas, dann, ja, guck dir das bitte nochmal genauer an. Der Spread zwischen Kaufs- und Verkaufskurs sollte normalerweise bei einer Aktie wie Adidas 0,1% maximal betragen, ja. Und das ist halt da nicht der Fall und so verdienen die halt ihr Geld. Deswegen hier hast du ganz transparente Kosten und mir gefällt das auf jeden Fall. Und 20% nach oben, 20 bis 40% nach unten. Ne? Ihr seht hier, das ist genau die Range, in der wir uns hier zwischen diesen fairen Werten bewegen könnten. Dementsprechend siehst du schon, ja, es passt wieder vieles zusammen. Ne? Das sind wir wieder bei unserem Puzzle. So, also wir haben gesehen, nach oben haben wir so ein Potenzial so von 20% ungefähr. So, wenn wir mal anschauen, der obere faire Wert, der liegt so bei 30%. Wenn wir jetzt da mal so ein bisschen drunter gehen und sagen so, hey, so die 20%, das wäre doch eine realistische Größenordnung, dass wir das vielleicht bis Ende des Jahres schaffen, dann hätten wir auch noch ein bisschen Puffer nach oben. Also ich denke, das ist durchaus ganz passabel. Ja, und dann könnten wir jetzt ja mal schauen, also wenn wir da irgendwie vielleicht so hinkommen bis Ende des Jahres, hat ja schon gesagt, ne, so 20% ist durchaus realistisch. Jetzt ist ja die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir da oben ankommen? Und dazu habe ich dir genau das jetzt einfach mal ausgerechnet. Also, wir sind auf dem aktuellen Level von 232 Euro und wir haben einen Abstand von 20% nach oben, das ist der Bereich, den wir abschätzen wollen. Wir wollen jetzt wissen, wie hoch ist die Umkehrwahrscheinlichkeit auf diesem Intervall? Und wenn wir das jetzt mal machen und unterschiedliche Kennzahlen zugrunde legen, dann kriegen wir natürlich sehr unterschiedliche Werte raus. Ja? Aber wir wollen ja trotzdem irgendwie uns eine Vorstellung machen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal den Durchschnitt berechnet. Und es sollte so sein, dass wir in einem Drittel der Fälle vorher umdrehen. Was zugegebenermaßen relativ selten ist, finde ich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt da oben hinkommen, auf dieses Level, sollte so ungefähr um die 66% liegen. Und das macht es doch wirklich irgendwie interessant und spannend. Und deswegen würde ich vorschlagen, wenn du jetzt investiert bist, kannst du, denke ich, auf jeden Fall ganz in Ruhe da einfach dabei bleiben. Du hast auch gesehen, die geschäftliche Entwicklung soll jetzt wieder viel, viel besser werden bei der Adidas-Aktie. Und das macht es, denke ich, nochmal interessanter. Wir können nicht genau wissen, wie weit das Ganze läuft, ja. Wenn ich jetzt mir ein Level suchen müsste, um eine Position zu verkaufen, ja, dann würde ich sagen, okay, hier oben unterhalb der Hochpunkte, hier vielleicht so in Nähe des fairen Wertes, so knapp unterhalb der 300, das könnte ein sinnvoller Zeitpunkt sein, um die Adidas-Aktie eventuell zu verkaufen. Auf der anderen Seite hast du gesehen, dass die Wachstumskennzahlen für die nächsten 3 Jahre sehr, sehr positiv sind. Jetzt, wenn wir das Ganze einfach mal vergleichen, zum Beispiel mit der Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier nach 2014 hatten, übrigens hier der Tiefpunkt, ne, auch sehr schön markiert hier durch unser System. Nochmal die Einladung, focusinvestor.de, ne, trag dich gerne ein, dann sehen wir uns öfter. Donnerstags im Investmentclub kannst du da auch noch mitmachen. Da besprechen wir immer so den Gesamtmarkt und was gerade so ansteht und so. Also wir sind inzwischen eine richtig coole Truppe und über 1000 Leute, die sich inzwischen bei uns eingetragen haben. Also wir sprechen, glaube ich, da spricht die Qualität wahrscheinlich für sich. So. Also gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt hier eine wirklich schöne Aufwärtsbewegung gehabt, aber das Ganze ging halt über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Ne?
Jetzt gerade ist es so, dass unsere aktuelle Aufwärtsbewegung, ja so, ne, das ging ja hier so im November los, ich sag mal so anderthalb Jahre ungefähr läuft. So, und wenn du das jetzt nochmal in Bezug setzt zu den Schätzungen, die wir uns vorhin angeguckt haben, die ja sehr, sehr positiv laufen sollen und wir über die nächsten drei Jahre durchaus höhere Werte erreichen sollen, als wir jetzt damals in 2019 zum Beispiel hatten, dann ist es ja auch nicht unrealistisch, dass wir dann vielleicht irgendwie in 2026, 2027 rum oder sowas, wenn diese Schätzungen wirklich eintreten sollten, vielleicht auch Werte hier so um die 450 Euro drum hätten, ja. Und das ist jetzt halt das Schöne, ja, oder das Coole an meinem System, was ich halt immer mache. Ich lasse das halt einfach immer laufen. Das heißt, ich habe halt ein System entwickelt, mit dem ich 40% von der Aufwärtsbewegung mitnehmen kann. Also so ein bisschen weniger als die Hälfte. Egal wie weit die läuft. Und deswegen muss ich mir gar nicht so richtig den Kopf zerbrechen darüber, ob ich jetzt verkaufe oder nicht, weil Einstiegszeitpunkte kann man sehr, sehr genau bestimmen. Verkaufszeitpunkte, da sollte man meiner Meinung nach einfach ein System haben und mein System würde dir jetzt empfehlen, zieh deine Stops einfach nach, lass das Ding einfach laufen und dann gucken wir mal und an ein paar Stellen mach vielleicht noch ein paar geschickte Teilverkäufe. Also, das ist so der aktuelle Ausblick auf die Adidas Aktie. Ich habe auch noch geschaut, ob es gerade irgendwas Spannendes zu sagen gibt zur Adidas Aktie. Also, wir haben ein recht schönes Umsatzwachstum jetzt als letztes gehabt. Das haben wir uns aber schon angeschaut. Die Umsatzzahlen in China sind um 8% gestiegen. Auch das ist sicherlich ganz positiv und ganz nett. Aber so richtig spannende Neuigkeiten gibt es meiner Meinung nach zur Adidas Aktie gerade eigentlich nicht. Deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben uns nur die harten Fakten angeguckt. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Falls ja, lass mal einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag im Investment Club, weil du dich sicherlich eingetragen hast. Oder einfach im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.